Ja, schön, dass Sie hier bei uns sind. Herzlich willkommen zu einem weiteren Hallo Deutschland-Spezial zur Hochwasserkatastrophe im Westen. Denn das Unheil ist noch längst nicht vorbei, sondern im Gegenteil, die Schäden werden immer größer und auch die Zahl der Opfer steigt leider weiter an. Rheinland-Pfalz und NRW erleben und erleiden eine der größten Unwetterkatastrophen der Nachkriegszeit. Die Flutwelle kam heute am frühen Morgen und riss alles mit. Erftstadt, der Ortsteil Blesse. Die Bewohner ahnten nichts, als der Damm eines nahegelegenen Sees brach. Meter hoch schoss das Wasser durch die engen Straßen des Ortes und unterspülte mehrere Häuser. Drei wurden gleich mitgerissen, auch ein Teil der historischen Burg wurde zerstört. Die Anwohner stehen unter Schock. Ich wohne im Bungalow und der größte Teil steht im Keller und damit ist auch mein ganzes Hab und Gut weg. Im Moment kann man einfach nur weinen. Man kann das gar nicht begreifen, was für Wassermassen da innerhalb von einer halben Stunde, sage ich mal, gekommen sind. Wir haben keinen Garten mehr, keinen Hof mehr, Keller bis Unterkante, alles voll. Aber letztlich ist es immer natürlich noch so, das Leben von Menschen, das ist das Nummer eins und Entscheidende und das Wichtigste. Das haben wir gerettet und man kann nur hoffen, dass viele andere Menschen das auch geschafft haben. Nicht alle Bewohner in Blessem haben es geschafft. Einige sind gestorben, das bestätigt die Bezirksregierung in Köln. Die Rettungskräfte kämpfen sich zur Unglücksstelle durch. Sie ist wegen der Wasser- und Schlammmassen nur schwer zu erreichen. Einige Bewohner haben zwar ihr Leben gerettet, aber ihr Hab und Gut verloren. Sie stehen vor dem Nichts. Und es geht noch weiter. Die Erft ist eigentlich ein beschauliches Flüsschen, aber jetzt ist sie ein reißender Strom, der immer noch alles mit sich reißt. Etwa 20 Kilometer vom Blessem entfernt ist die Lage an der Steinbachtalsperre weiter brisant. Der Damm ist stark beschädigt und instabil. Niemand weiß, ob er hält. Eine meterhohe Flutwelle droht auch hier alles zu zerstören. Daher wurden die Menschen, die in Orten unterhalb der Talsperre leben, evakuiert. Viele sind jetzt in Heimatsheim in einer Notunterkunft gestrandet. Die meisten haben alles verloren. Wir haben gekämpft bis um 1:30, 2:00. Da haben die Strom abgeschaltet. Da haben wir es mit dem Eimer versucht. Aber dann, mein Sohn ging in den Garten. Papa, Papa, komm ganz schnell, der Swist ist da. Ich habe gefragt, willst du mich verarschen? Ich bin rausgerannt. Die Wohnzimmertüren, die sind weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Im Esszimmer, die Tür ist weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Die habe ich noch nicht gefunden. Also, das ist total krass. Und überall dieser Schlamm, dieses dreckige Heizöl. Boah, das stinkt. Du kannst es vielleicht 5 Minuten da drin aushalten. Ja. 10 Minuten durften wir rein. Wir haben rausgeholt, was wir konnten. Medikamente für meine Frau, Sachen zum Anziehen. Aber wenn du das Haus betrittst, du kriegst einen Schlag. Über 1000 Menschen waren hier zeitweise untergebracht. Viel Arbeit für die Helfer und es kommen immer noch neue Menschen nach. Ich habe den Eindruck, dass alle sehr gefasst sind, trotz der schweren Lage, in der sich jetzt die Menschen und die Region hier befinden. Also alle sind sehr bemüht, dafür zu sorgen, dass das Ganze gut funktioniert. Und von daher haben wir auch eine Stimmung, die gut ist. Insgesamt sind 23 Kommunen in NRW von den Überschwemmungen betroffen. Ministerpräsident Laschet ging daher am Mittag vor die Presse. Wir werden Häuser reparieren, Brücken wieder aufbauen, Verkehrswege wieder instand setzen. Aber die Menschen leben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar. In Nordrhein-Westfalen haben nach jetzigem Stand mindestens 43 Menschen durch diese Katastrophe ihr Leben verloren. Es steht zu befürchten, dass es noch mehr werden. In Heimatsheim wurde auch ein Kindergarten zu einer Notunterkunft umfunktioniert. Zahlreiche Nachbarn kommen und spenden Kleidung, Spielzeug und Dinge für den täglichen Bedarf. Ein Lichtblick in dieser schweren Zeit. Ja, und ein weiterer Lichtblick könnte sein in dieser so schweren Zeit, dass der Damm der Steinbach-Talsperre im Kreis Euskirchen hält. Das ist noch nicht sicher, aber es heißt auch immer noch Ralf Goldmann, der in einem Nachbarort steht. Liebe Zuschauer, also man sieht da den Deich nicht und das, was da alles schon überschwemmt ist, weil das Netz dort besser ist, wo sie stehen, da ist die Verbindung stabiler. Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Damm der Steinbach-Talsperre doch noch brechen könnte?
Ja, die Gefahr ist natürlich immer noch da, aber wir hören jetzt Meldungen, dass es ein bisschen stabiler sein soll, als man vorher befürchtet hatte. Es hieß ja, es hätten sich tiefe Furchen im Damm gebildet. Ein Drohnenüberflug hat aber offenbar gezeigt, dass keine tiefen Risse zu sehen sind. Man hat auch kräftig Wasser dort abgepumpt. Man muss natürlich Druck von diesem Damm nehmen und bis jetzt hält er zumindest, und das ist auch das oberste Ziel dort unten, dass nicht noch mehr Wasser unkontrolliert hier durch die kleinen Flüsse läuft und noch mehr Häuser überschwemmt werden. Und zur Sicherheit hat man ja die Einwohner in der umliegenden Umgebung evakuiert. Sind denn alle Einwohner inzwischen wirklich auch in Sicherheit? Ja, also das sieht ganz danach aus. Also 4.500 Menschen sind in Sicherheit gebracht worden. Sie dürfen auch ihre Häuser im Moment jedenfalls nicht betreten. Sie sind in Notunterkünften untergebracht worden. Wir haben das ansatzweise schon im Beitrag gesehen. 700 Menschen sind in einer Turnhalle in Heimatsheim, etwa 10 Kilometer von hier untergebracht worden. Da sind Technisches Hilfswerk, Malteser, Rotes Kreuz, die Bundespolizei sorgt für Essen. Ja, dort haben sie eine Notunterkunft mit Feldbetten in einer Turnhalle. Wir hatten die Gelegenheit, mit einigen von Ihnen zu sprechen, und wir hören uns mal ganz kurz an, was Sie zu sagen hatten. Mein Sohn und ich, wir haben um 6:30 schon angefangen, da kam schon das Wasser hoch, das Grundwasser ins Haus gelaufen. Wir haben gekämpft bis 1:30, 2:00, da haben die Strom abgeschaltet. Da haben wir es mit dem Eimer versucht. Aber dann, mein Sohn ging in den Garten, Papa, Papa, komm ganz schnell, der Swist ist da. Ich habe gefragt, willst du mich verarschen? Ich bin rausgerannt. Und da habe ich schon in der Swist gestanden. Bin ich rauf, Andrea, wir haben verloren, wir müssen gehen. Die Swist ist im Garten. Und da kamen die auch schon rein. Erste Welle, da haben wir den Keller noch schön leer pumpen können. Und der war dann auch schon trocken. Und dann kam ja zweite Welle, dann stieg ja wieder das Wasser. Und das ging dann so schnell, da ist erst der Keller voll und dann auch das Haus unten. Und da wir nur dieses Stockwerk haben, ist im Grunde alles versoffen. Alles weg. Keine Möbel, kein... Ich wüsste jetzt nicht, was man noch hier brauchen könnte. Und das Haus selber steht noch? Haus steht noch, ja. Aber ist halt ein altes Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Wänden ist, wie das mit dem Ton ist und mit dem Lehm und alles drum und dran. Ne? Katastrophe. Also, Mal ausgemistet, was für die Kinder jetzt noch auf die Schnelle rausgesortiert werden kann. Das heißt, Sie sind glücklich davon gekommen? Ja, ja. Wir sind trocken geblieben, wir haben Glück gehabt. Wir versuchen heute zu helfen, wo wir helfen können. Mithelfen, wo man helfen kann, das tun ja auch sehr, sehr viele. Ralf, wie erleben Sie die Hilfsbereitschaft bei Ihnen vor Ort? Ja, von diesen Beispielen, die wir eben da gesehen haben, gibt es unheimlich viele. Also gerade auch in dem Bereich, wo die Notunterkünfte sind, da sind immer wieder Menschen vorgefahren, die Kleidungsstücke bringen. Im Kindergarten haben wir gesehen, dass Windeln zum Beispiel gebracht werden oder Babynahrung, solche Dinge. Also die Hilfsbereitschaft ist sehr, sehr groß. Die Solidarität unter den Menschen ist sehr, sehr groß. Ich habe ein Schild in einem Fenster gesehen, ein großes. Da stand Coffee to go for free, Toiletten for free. Also wer da mal einen Kaffee haben wollte, der konnte einfach so vorbeikommen. Ein Mann hat mir gesagt, was wir hier überhaupt nicht gebrauchen können, das sind Katastrophentouristen, denn das gibt es auch. Die machen hier mit ihren Smartphones Videos und Fotos. Und der Mann sagte zu mir, sie können gerne kommen, aber dann sollen sie helfen und dann sollen sie vor allem Bautrockner mitbringen, weil das ist das, was am nötigsten gebraucht wird, wenn die Leute dann mal irgendwann in ihre Häuser wieder zurückkehren können. Und davon braucht es dann sicherlich sehr, sehr viele. Vielen Dank, Ralf Goldmann, nach Euskirchen. Euskirchen, so wird es ausgesprochen. Und wir schauen jetzt weiter nach Erftstadt, südlich von Köln. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Orte, benannt nach diesem kleinen Fluss Erft. Doch der ist zu einem reißenden Strom geworden, der sich seinen Weg so bahnt, wie er will und auch mitreißt, was ihm im Wege steht. Da ist also das passiert, was man eben noch verhindern konnte bisher. Und Alexander Röttig, der ist unser Reporter dort in dem Katastrophengebiet. Alexander, wie kommen denn die Rettungskräfte voran, denn noch immer gelten bei Ihnen ja Menschen als vermisst. Ja, in der gesamten Region wurden zuletzt 19 Personen als vermisst gemeldet. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf den Ortsteil Blessim, an dem ich hier stehe, sondern auch auf die Region drumherum. Es ist ja auch die Autobahn überschwemmt, auch dort sind Fahrzeuge stecken geblieben. Also es sind nach wie vor sind Suchaktionen nötig. Wenn man sich einen Blick auf das Haus hinter mir wirft, das eingestürzt ist, da kann man so ein bisschen erahnen, wie groß die Katastrophe hier ist. Wenn man an diesem Krater
steht, an dem ich eben gestanden habe und diese runtergerutschten Autos sieht, die Trümmer der Häuser, dann ist das extrem beklemmend. Und man kann sich vorstellen, dass die Behörden gar nicht wissen können zu diesem Zeitpunkt, wie viele Opfer es gegeben hat. Für den Rest des Ortes heißt es jetzt erstmal Ungewissheit. Können die Häuser stehen bleiben? Was ist mit der Statik? Aufräumarbeiten sind nötig. Ich habe mit einer Anwohnerin hier gerade gesprochen, das ist Maike Bollig, die hier zwei Pferde in einem Gutshof stehen hat. Frau Bollig, Sie haben das gestern Abend alles miterlebt, eine Flutwelle quer durch den Ort. Wie sah das aus? Wie haben Sie das erlebt? Also am Anfang war das noch relativ normal, aber man musste wirklich feststellen, dass es relativ schnell so viel Wassermassen hier kommen, dass wir wirklich schnell gehandelt haben und haben wirklich innerhalb kürzester Zeit alle Hebel in Bewegung gesetzt und die ganzen Pferde evakuiert. Der Teil, alles was hier unten ist, war trocken, alles oberhalb ging noch. Somit haben wir wirklich gedacht, okay, ab ins Trockene und das so schnell wie möglich. Wann haben Sie gemerkt, das wird noch schlimmer? Es geht hier um Menschenleben, es sind Häuser abgerutscht. Eigentlich ziemlich schnell, weil wenn man die Bilder aus den umliegenden Regionen gesehen hat, wie schnell das Wasser tatsächlich ihren Vormarsch macht, dass es teilweise 10 Minuten braucht, bis man überknietief im Wasser steht, haben wir nicht lange gefackelt und haben eigentlich sofort gehandelt, weil wir gedacht haben, das artet hier aus. Wie gehen die Menschen damit um? Wir halten uns hier sehr zurück. Es sind einige Menschen, denen sieht man an, dass sie das noch gar nicht wirklich fassen können. Wie geht der Ort damit um, dass hier möglicherweise einige Personen aus dem Leben gerissen wurden? Also ich glaube, nach außen hin wirkt es erstmal alles total unreal. Ich glaube, da braucht man auch wirklich noch Zeit, bis man das wirklich Ganze realisiert hat. Ich glaube aber, tief in unseren geht es uns allen super nah. Es ist ziemlich nervenaufreibend. Wir tun zwar alle so, als wäre es ganz cool, aber ich glaube, innerlich wird man noch sehen hinterher, dass das richtige Ausmaß nimmt, auch mit selber einem. Und das prägt einen fürs Leben definitiv. Ganz herzlichen Dank Ihnen, alles Gute. Ja, die Behörden suchen weiter, schauen weiter, was hier wirklich passiert ist. Die Hilfskräfte haben hier wirklich alles gegeben. Feuerwehrleute, THW sind hier im Einsatz. Also es ist schon eine beeindruckende Leistung. Die Leute helfen sich auch gegenseitig. Aber das wird hier noch Wochen und Monate dauern, bis hier ein wenig Ruhe eingekehrt ist. Vielen Dank nach Erftstadt. Die Bilder sind wirklich verheerend. Danke, dass Sie uns das so eindrücklich geschildert haben und auch immer mit der nötigen Distanz in Bezug auf die Menschen, die es eben betrifft in diesen Tagen und Monaten. Von dort, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir weiter nach Rheinland-Pfalz, das Nachbarbundesland, das ja ebenfalls mit voller Wucht von dem Hochwasser getroffen wurde. Mehr als 60 Menschen mussten bisher schon ihr Leben lassen in dieser verheerenden Katastrophe. Und, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorhin, das Leid nimmt weiter zu. Denn es wird befürchtet, dass noch weitere Opfer dazukommen, sobald das Wasser zurückgeht. Sinzig, eine weitere traurige Nachricht aus diesem Hochwasserdrama. Hier sind in der Nacht zum Donnerstag 12 Menschen mit Behinderung in den Fluten umgekommen. Wir haben einen Mann da mehr oder weniger retten können, weil der ist raus. Wir wissen nicht, warum er draußen war. Der hing an der Wand. Der hing an der Wand und schrie und hat gerufen, ich will nicht sterben, Hilfe, ich kann nicht schwimmen und so weiter. Und der ist gerettet worden. Und die anderen halt nicht. Die waren eingeschlossen. Ne? Der Eifelort Schuld. Dutzende Häuser sind von den Wassermassen beschädigt. Für die 700 Einwohner ist nichts mehr so wie vorher. Der Schock sitzt tief. Im Minutentakt kann man wirklich sagen, Minutentakt 10 cm mehr. Mein Schwager hat noch versucht, hier Autos zu retten, ist noch gerade hier rausgekommen und ist mit dem Auto runtergeschwemmt worden. Hat das dann noch gerade bei uns in die Einfahrt geparkt, ja, und dann war auch fast nichts mehr zu machen. Vor allen Dingen ist kein Strom da, ist kein Wasser da, ist nichts mehr da. Kein Telefon, kein Handy, nichts geht mehr. Also die Leute brauchen schon echt Hilfe. Ne? Allein im Kreis Ahrweiler werden noch 1.300 Menschen vermisst. Viele sind aber wahrscheinlich einfach nicht erreichbar. Das Handynetz ist weiterhin schlecht. Und die Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Das Leid nimmt zu in Rheinland-Pfalz und unsere Gedanken sind fest bei den Menschen, die alles verloren haben. Wir haben zur Stunde 60 Tote zu beklagen und es ist zu befürchten, dass die Zahl noch weiter ansteigen wird. Die Rettungskräfte am Limit, wie hier in Dernau. Die Bundeswehr ist mit im Einsatz, sie transportiert noch Leichen ab. Verstärkung ist unterwegs, sagt der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Wir kriegen Hubschrauber, wir kriegen Bergepanzer, wir kriegen schwereres Material. Telefoniere mit meinen Kollegen, Innenministern, die uns alles zur Verfügung stellen, was wir kriegen können. Wir sind nach wie vor mit den Hubschraubern im Einsatz, um Menschen von Dächern, teilweise sogar wirklich aus Bäumen, zu retten. Die Fluten haben alles mitgerissen, Häuser zerstört. Das Ausmaß der Katastrophe ist gewaltig. Überall nur Schlamm. Das
Batterie war vollgelaufen und dann kam der erste Stock dran. Ja. Und das ging dermaßen schnell, man könnte sich in die Ecke setzen und weinen. Auch der Pegel der Mosel stieg in der Nacht noch an. Die Feuerwehr war mit Schlauchbooten im Einsatz, um eingeschlossenen Bewohnern zu helfen. Zurück in Sinzig. Die Bürger packen derweil mit an, um den Ort von den Schlammmassen zu befreien. Mitten in der Corona-Pandemie sind sie auf diese weitere Tragödie kaum vorbereitet. Und gleichzeitig sind sich die Stadt mit den meisten Corona-Toten. Wir hatten in Altersheimen zu Beginn der Corona-Test sind viele Menschen, also die meisten im ganzen Kreis, die hier aus Sinzig gestorben sind. Das ist schon tragisch, muss ich sagen, für die Gemeinschaft, dass man nicht sicher ist. In Sicherheit konnten nicht alle Bewohner rechtzeitig gebracht werden. Die Wassermassen drangen zu rasant in die Behinderteneinrichtung des Vereins Lebenshilfe ein. Die Bewohner hatten keine Chance mehr. Ja, wie so vieles in diesen Tagen aus den betroffenen Gebieten machen auch diese Nachrichten aus Sinzig einfach nur tief, tief betroffen. Diese 12 Menschen mit Behinderung, die dort in dieser Einrichtung ertrunken sind. Unsere Reporterin Angela Eppert, die ist dort für uns. Angela, können Sie schon Näheres dazu sagen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass hier die Stimmung in der Nachbarschaft der Lebenshilfe sehr, sehr bedrückt ist. Man kannte die Bewohner hier, man ist sich begegnet, man hat ein Schwätzchen gehalten, man hat geredet miteinander und jetzt diese Tragödie. Die Menschen hier sind offensichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hier von der Flutwelle völlig überrascht worden und zwar im Schlaf. Sie haben hier, wie sie uns erzählt haben, in der Straße keine Sirenen und keine Lautsprecherdurchsagen gehört. Die Feuerwehr wollte hier die Bewohner der Lebenshilfe noch in der Nacht evakuieren, aber da war es offensichtlich schon zu spät. Der Nachtdienst, der hier die Betreuung hatte, wollte die Bewohner wecken, aber in der Zeit ist die Flutwelle schon so schnell gestiegen, innerhalb von Minuten ist das Wasser, das sieht man hier auch an dem Haus, an der Hauswand, bis über das Erdgeschoss gestiegen, hat die Bewohner in ihren Zimmern eingeschlossen und 12 Bewohner mussten leider ertrinken. Einer konnte sich retten, konnte sich nach draußen retten. Der hat dann um Hilfe gerufen. Die Nachbarn haben das gehört und haben ihn ermutigt, sich an irgendeinem Baum festzuklammern, solange bis Hilfe kommt. Das hat dann wirklich für den relativ lange gedauert. Ein Feuerwehrboot hat ihn dann retten können. Es ist jetzt hier. Für die anderen Bewohner kam natürlich eben die Hilfe leider zu spät. Warum die Menschen nicht eher evakuiert werden konnten, das ist jetzt hier die große Frage. Aber das ist natürlich auch noch Sache der Untersuchungen, die hier laufen. Dafür ist es jetzt noch zu früh. Vielleicht können Sie alternativ, und das verstehen wir natürlich auch, dass man da noch gar nicht zu sagen kann, alternativ ganz kurz noch mal darauf eingehen, wie die überlebenden Bewohner und auch die Mitarbeiter jetzt betreut werden, psychologisch, körperlich. Ja. Also die überlebt haben, es konnten hier einige gerettet werden aus den oberen Stockwerken. Die sind von der Stadt Sinzig in den umliegenden Hotels untergebracht worden. Da hat man Zimmer angemietet und sie und die Angehörigen werden natürlich psychologisch betreut. Es geht ihnen, soweit man das jetzt in dieser Situation sagen kann, so weit, so gut. Aber die Menschen hier in Sinzig sind natürlich unheimlich traurig. Und wir mit. Vielen Dank, Angela Eppert nach Sinzig im Landkreis Ahrweiler. Ja, und ebenfalls dort im Landkreis Ahrweiler befindet sich ein Ort, der bereits gestern extrem heftig von dem Hochwasser getroffen wurde. Sie erinnern sich wahrscheinlich, Schuld heißt der. Und heute, da wird das Ausmaß der Schäden erst so richtig deutlich dort. Unser Reporter Bobby Cherian, der ist für uns in Schuld. Und Bobby, einer der Einwohner, der hat gemeint, das ist wie im Krieg hier. Wie beschreiben Sie persönlich die aktuelle Lage vor Ort? Ja, dieser Vergleich Kriegsgebiet, das ist natürlich ein sehr harter Vergleich. Tatsächlich muss ich aber sagen, als wir das erste Mal hier angekommen sind und uns dieses Ausmaß der Zerstörung angeschaut haben, da ging es nicht nur mir, sondern dem gesamten Team so, dass uns genau dieser Vergleich eingefallen ist. Es sieht tatsächlich aus wie im Kriegsgebiet. Mehrere Häuser sind schlichtweg weg. Die mal hier hinter mir standen, die sind nicht mehr da. Autos liegen auf dem Dach. Unter Geröll begraben, sind weggerissen worden. Ob das jetzt eine Flutwelle gewesen ist oder eine
Explosion kann man, glaube ich, als Außenstehender, wenn man einfach nur drauf schaut, gar nicht beurteilen. Aber wir wissen es ja, das sind unglaubliche Wassermassen, die hier durch den Ort geflossen sind, durch Schuld, die unglaublich viel mitgerissen haben, eine riesige Zerstörungskraft entfaltet haben. Insofern ist dieser Vergleich zum Kriegsgebiet in diesem Fall durchaus gerechtfertigt. 700 Einwohner, so in etwa hat der Ort Schuld. Wie geht es den Menschen dort? Ja, da muss man natürlich sagen, es sind nicht alle so schwer getroffen worden wie diejenigen, die ihre Häuser und Wohnungen komplett verloren haben. Es gibt auch einige, die hier oberhalb des Flusses wohnen, der Ahr, und die dementsprechend noch ganz gut davon gekommen sind. Nichtsdestotrotz, bei denen ist die Betroffenheit auch sehr groß. Es geht um die Nachbarn, es ist ein kleiner Ort, Sie sagten es gerade, 700 Menschen, da kennt man sich und man weiß auch, wen es besonders schwer getroffen hat. Und dann gibt es eben die, die jetzt überhaupt nichts mehr haben, deren Häuser weg sind, deren Wohnungen weg sind, deren Habseligkeiten auch weg sind. Da war ein ganz vorherrschendes Gefühl, auch schon gestern, das bis heute in den Tag hineingewirkt hat, der Schock darüber, was passiert ist. Das Wasser kam, man konnte sich nicht davor in Sicherheit bringen. Menschen, die sich verschanzt haben und erst später gerettet werden konnten. Also diese Verzweiflung und Hilflosigkeit, der Schock auf der einen Seite. Und jetzt heute sicher diese Erkenntnis, die einsetzt, einen Tag später, was ist da eigentlich passiert, nachdem so das Adrenalin wahrscheinlich den Körper auch verlässt. Und man sieht schlichtweg ganz viele Menschen, die hier auf und ab gehen, die immer mal wieder versuchen, ins Gebiet reinzukommen, Sachen vielleicht noch zu retten, mit einer ganz großen Verzweiflung im Gesicht, mit Tränen in den Augen. Das ist etwas, was heute ein ganz bleibender Eindruck ist, diese tiefe Enttäuschung und Verzweiflung. Ja, auch gerade wieder im Hintergrund bei Ihnen zu erkennen, jemand, der da in den Trümmern steht. Ein Wort noch zu den Rettungsarbeiten. Ich habe gehört, keiner wird zumindest mehr vermisst. Können Sie das vielleicht noch zum Ende der Live-Schalte bestätigen? Ja, tatsächlich ist das so. Das hat uns die Einsatzleitung heute auch noch mal bestätigt. Alle Menschen, die hier mal vermisst waren, deren Verbleib ist sozusagen geklärt. Es wird hier keiner vermisst. Tatsächlich nach jetzigem Stand ist es auch so, dass trotz dieser enormen Zerstörung hier in Schuld niemand gestorben ist, zum jetzigen Stand. Und das ist eine gute Nachricht unter den vielen schlechten. Und für die sind wir gerade in diesen Tagen sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Bobby, nach Schuld. Ja, und wenn wir etwas mehr als 100 Autokilometer in Richtung Süden fahren, dann landen wir in Trier. Und auch diese Region rund um die älteste Stadt Deutschlands, die ist nicht vom Hochwasser verschont geblieben. Viele Häuser mussten auch hier evakuiert werden, darunter ein Krankenhaus und ein Seniorenheim. Mehrere hundert Menschen sind davon betroffen. Und auch in den nächsten Tagen werden sie wohl nicht zurückkehren können und sind jetzt erstmal in Notunterkünften untergebracht, wie zum Beispiel in Turnhallen. Überflutete Orte, zerstörte Existenzen. Häuser werden evakuiert, Anwohner in Sicherheit gebracht. Auch die Patienten eines Krankenhauses. Einige unmittelbar nach ihrer OP. Kurze Zeit später läuft die Klinik voll. Die Schäden nicht zu beziffern, der Ausnahmezustand hält an. In dieser Schule in Trier sind zahlreiche Hauseigentümer und Mieter nun untergebracht. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft ist groß. Fast alle kennen irgendjemanden, der von der Katastrophe betroffen ist. Meine Eltern wohnen in Korde. Freunde, Verwandte von mir in Erang, die sind evakuiert worden. Meine Eltern wohnen Gott sei Dank auf dem Berg. Aber das ist einfach schrecklich. Man kann nicht anders das sagen. Man kann nur, und ich meine, man will keinem im Weg stehen. Das bisschen, was man dann machen kann, wenn aufgerufen wird, bringt was vorbei, was zu essen, ein paar warme Decken, ist ja dann kein Problem. Dringend benötigt Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel und vor allem emotionale Unterstützung in dieser Ausnahmesituation. Auch bei Roswitha Tömmes ging alles ganz schnell gestern. Ich habe wichtige Papiere zu Hause liegen gelassen. Ja, weil wir haben gar keine Wäsche eingepackt. Wir kamen gar nicht mehr dazu, weil, wie gesagt, ich habe 4 Kinder dabei, mein Mann. Und unser Sohn ist halt krank. Ja, also, ne, ging halt. Man konnte gar nicht denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben nichts eingepackt, was jetzt wichtig war, weder Medikamente noch sonst irgendetwas. Das ist alles in der Wohnung. Und so wie es aussieht, ist unsere erste Etage vollgelaufen. Wir hatten vor 2 Jahren schon mal eine Tragödie, was heißt, ein schlechtes Erfahren, wir hatten einen Wohnungsbrand. Da musste man schon mal von vorne anfangen. Und jetzt, wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? An ein Zurück in die Häuser ist vorerst noch nicht zu denken.
Und unsere Reporterin Verena Garrett, die hat mit vielen Menschen gesprochen, die heute Nacht wirklich auch in einer Notunterkunft waren. Was ist Ihnen, Verena, aus diesen vielen Gesprächen mit den Betroffenen ganz besonders hängen geblieben? Na, vor allen Dingen ist erstmal hängen geblieben, dass die Leute froh sind, dass sie es überhaupt daraus geschafft haben. Wir haben mit, wie gesagt, vielen, vielen Menschen dort gesprochen und die meisten haben uns erzählt, sie hatten überhaupt keine Zeit, überhaupt nachzudenken, was sie einpacken, was sie mitnehmen wollen. Das waren irgendwelche Kleinigkeiten einfach in der Tasche geworfen und dann mussten sie raus aus dem Haus. Sie waren sehr glücklich, dass sie es geschafft haben, ihre Haustiere zu retten. Und ja, sie haben jetzt eine Nacht in dieser Notunterkunft verbracht. Das war ein Schulzentrum und sie haben sich da auch sehr gut versorgt gefühlt. Die Spendenbereitschaft war sehr groß. Da waren Menschen, die haben Kleidung vorbeigebracht, Tierfutter, Spiele für die Kinder. Also da war schon auch sehr viel dabei und die Menschen waren da auch sehr froh drüber. Jetzt mussten sie noch mal umziehen. Heute wurden sie in Wohnungen in den umliegenden Ortschaften gebracht. Sie wurden in einer alten Kaserne untergebracht und auch dort müssen sie jetzt ein paar Tage bleiben. Und eigentlich wollen sie nur zurück in ihre Häuser. Das haben natürlich auch alle gesagt. Also sie wollen zurück dahin, wo sie wohnen und wo sie leben und wollen da sauber machen. Bei mir ist der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe. Herr Leibe, wo ist denn das Problem? Das Wasser ist jetzt zurückgegangen. Ein paar Menschen können da anscheinend ja auch schon ein bisschen putzen. Warum geht das nicht? Warum können die Menschen nicht zurück? Je nach Straße, wie tief die Straße liegt, stehen teilweise eben noch auch im Erdgeschoss 1 Meter Wasser. Und dieses Wasser ist vermischt mit Heizöl und deshalb muss man jetzt genau hingucken. Die große Frage ist, wir haben Häuser, die sind 200 Jahre alt, wurden die Fundamente unterspült und deshalb muss eine Begehung mit Statikern gemacht werden. Wir hatten großes, großes Glück, dass keine Menschen verletzt oder getötet worden sind und ich möchte jetzt nicht, dass die Menschen in ihre Häuser gehen und verletzen sich, weil irgendwas zusammenbricht. Gibt es da denn schon irgendeinen Zeitrahmen? Worauf können sich die Leute einstellen? Sie wissen, ich meine, sie waren jetzt eine Nacht in der Schule, jetzt sind sie wieder woanders, sie haben eigentlich nichts, sie wollen ihre Sachen. Worauf können die sich denn einstellen? Kann man das schon sagen? Von 1600, die wir evakuiert haben, haben wir jetzt noch 130, 140 in der Übergangslösung. Das heißt, viele sind schon dabei, ihre Häuser wieder aufzubauen, zu sanieren und. Also ist unglaublich, Nachbarn helfen sich auch schon gegenseitig. Aber für einige Häuser haben wir angefangen mit Statik, jetzt zu begehen und wir hoffen, dass wir in den nächsten 2 Tagen zumindest eine Augensichtnahme machen können, damit die Statiker von außen sagen können, es ist okay oder nicht okay. Das ist keine perfekte Prüfung, aber wir möchten, dass die Menschen sehr schnell wieder in ihre Häuser zurückgehen können. Das ist aber ja auch ein langer Prozess. Wir haben jetzt gerade schon die Nachbarschaftshilfe angesprochen. Wie angewiesen sind die Menschen darauf, dass sie sich gegenseitig helfen? Wir haben alle Bilder. Da steht das Wasser bis zu 2 Meter im Erdgeschoss. Es ist alles kaputt im Keller, Heizungsanlage, Möbel. Und das muss rausgetragen werden und da braucht man Unterstützung von Nachbarn. Also ist es noch ein langer Prozess. Das stimmt. Und damit erstmal vielen Dank, Verena Garrett nach Trier und auch Ihnen, Wolfram Leib und all Ihren Helferinnen und Helfern. Alles Gute und tolle Nachbarschaftshilfe auch da in Ihrem Gebiet. Ja, und so nah unsere Reporterinnen wie Verena gerade und Reporter wie vorhin an den Menschen sind und an den Unglücksorten, die ganze Dramatik dieser Katastrophe, die Momente, in denen die Flut plötzlich kommt, die wird vor allem dann umso greifbarer, wenn man die Handyvideos der Augenzeugen sieht. Immer mehr dramatische Amateuraufnahmen aus den Katastrophengebieten. Mitten in den Fluten treibt ein Mensch. Es ist ein Feuerwehrmann, der von der Strömung mitgerissen wurde. Trotz der großen Gefahr ziehen ihn mutige Anwohner mit vereinten Kräften an Land. Diese Aufnahmen stammen aus Altena in Nordrhein-Westfalen. Welche Kraft die Strömung hat, zeigen diese Amateuraufnahmen aus Mülheim an der Ruhr, wo ein tonnenschweres Fahrgastschiff mitgerissen und zerstört wird. Was sagt er? Die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen hat es hart getroffen. Auch Anwohner Francesco dokumentiert die Lage mit seinem Handy. Da, wo die Straße war, ist einfach nichts mehr. Ist einfach unfassbar. Rettungsfahrzeuge beschädigt. Sieht hier aus wie nach dem Krieg. Also das ist noch das, was vom Rettungsfahrzeug übrig geblieben ist. Wie man sehen kann,
Die Leute sind an ihren Grenzen. Überall wird abgepumpt, überall wird geschrubbt, geholfen. Hilfe brauchen auch die Menschen in Stolberg in Nordrhein-Westfalen. Oh wei. Diese Amateuraufnahmen gingen gerade um die Welt. Eine Person hängt am Feuerwehrauto und wird von den Rettern in letzter Minute ins Fahrzeug gezogen. Stolberg, die gleiche Straße am Tag danach. Viele Menschen haben noch keinen Strom, können wegen leerer Handyakkus ihre Angehörigen nicht erreichen. Die erste Bestandsaufnahme in ihren zerstörten Häusern, für die meisten ein Schock. Halt, hier ist halt alles zerstört, Leute, ne? Damit immer so eine Vorstellung bekommt, hier ist überall noch Öl. Hier ist alles einfach nur kaputt. Das Jahrhunderthochwasser hat überall deutliche Spuren hinterlassen. So, hier seht ihr den Kindergarten. Das ist wichtig, dass der schnell wieder aufgebaut wird. Aber es ist hier einfach wahnsinnig krass. Ich weiß nicht, ob ihr das alles sehen könnt auch. Man kann diesen Anblick einfach überhaupt gar nicht verarbeiten, ehrlich gesagt. Die Leute sind aber hier alle auf der Straße. Hier wird überall geholfen. Aber hier ist einfach so unglaublich viel zerstört. Ich glaube, das lässt sich jetzt noch gar nicht absehen, was da auf die Leute noch zukommt. Und auch viele Tiere sind durch die Flut völlig verängstigt. Scheiße! Oh nein! Nein! Für Besitzer, die ihre Tiere zwar retten konnten, aber nun nicht wissen, wohin, bietet dieser Verein in Zülpich in Nordrhein-Westfalen Hilfe an. 22 Pferde und 3 Schweine haben sie bereits aufgenommen. Wir haben noch Platz, wir können noch Tiere aufnehmen. Es ist schon einiges angekommen. Das größte Problem ist, dass die meisten gar nicht zu uns durchkommen aufgrund der Wassermassen. Wer es irgendwie schafft, zu uns zu kommen, also ihr seid alle herzlich willkommen. Es sind die Menschen von nebenan, die mit ihren Handykameras die Bilder festgehalten haben, die für uns alle noch unbegreiflich sind. Ja, und einer der Gründe, warum dieses Unbegreifliche geschehen ist und der viele Regen zu so vielen Schäden geführt hat, das hat auch etwas mit der sogenannten Flächenversiegelung zu tun. Oder mal ganz einfach formuliert, zu viel Beton, zu wenig natürliche Erde. Extremwetter in Deutschland. Doch die zerstörerischen Wassermassen, sie sind nur der Auslöser der Katastrophe. Die eigentliche Ursache liegt anderswo. Seit Jahrzehnten bereitet die Flächenversiegelung dem Hochwasser den Weg. In Deutschland werden täglich ca. 56 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Um kein Bauland zu verschenken, lassen Gemeinden die Uferbereiche einfach zubetonieren. Asphalt und Beton können aber kein Wasser aufnehmen. So holt sich das Wasser bei Starkregen den Platz zurück, den der Mensch ihm einst genommen hat. Ein weiteres Problem: mehr als 90% der deutschen Flüsse und Bäche sind über weite Strecken begradigt, eingeengt und verlaufen in Rohren. Sobald das Wasser in ein unnatürliches Flussbett gezwängt wird, fließt es schneller. Flussbegradigungen werden vor allem durchgeführt, um Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen, aber auch um ein Gewässer für die Schifffahrt zu nutzen. Schließlich leitet auch die Zerstörung der Auenlandschaft den Überschwemmungen Vorschub. Rund 80% der natürlichen Überflutungsflächen gingen bisher in Deutschland verloren. Natürliche Überflutungsflächen, auch Retentionsräume genannt, sind ein wichtiger Schutz vor extremem Hochwasser. Wie ein Schwamm speichern sie das Nass. Zubetoniert, begradigt, verbaut. Die Fehlentwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Bäche und Flüsse ihre Bedeutung für die Umwelt verloren haben. Und so fordern Experten eindringlich ein neues Wassermanagement. Ein Hoffnungsschimmer, nein, viel mehr noch als ein Hoffnungsschimmer in diesen Tagen voller erschütternder Nachrichten, das ist die außerordentliche Hilfsbereitschaft der Menschen in den betroffenen Gebieten. Und auch Sie können unterstützen, und zwar über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Stichwort ZDF Hochwasser Deutschland. Die Kontonummer finden Sie unter spenden.zdf.de oder im ZDF-Text auf Seite 890.
Und jetzt geht's hier weiter mit Leute heute. Die niederländische Königsfamilie, die posiert professionell und auch traditionell vorm Sommerurlaub für die Fotografen, obwohl es in ihnen drin ganz anders aussah und die Herzen schwer waren. Warum? Das erfahren Sie hier in nur wenigen Sekunden.